Drama an Bord einer Ostseefähre. Das havarierte Schiff hatte einen Motorschaden im offenen Meer, nachdem ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen war. An Bord der Regina Seaways sind 335 Personen. Die Fähre war von Kiel nach Klaipeda in Litauen unterwegs. Das Feuer im Maschinenraum soll sich 130 Kilometer vor Kaliningrad ereignet haben. Der Brand sei inzwischen gelöscht. Berichte über Opfer gibt es bisher nicht. Das Schiff wird gegenwärtig nach Klaipeda abgeschleppt. Auf See herrschen stürmische Böen und 10 Grad Celsius. Die Regina Seaways gehört zur dänischen Reederei DFDS Seaways und wurde 2010 gebaut.